Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Alice Madness Returns. Ja, beim letzten Mal haben wir das erste Kapitel abgeschlossen und sind nun erneut in der im Wunderland angekommen. Und das jetzt sieht jetzt ein bisschen, ja, kühler aus. Da haben wir eine Rutschpartie. Und was ist das da? Da oben noch was? Nee, ich glaube, das war nur ein Sternchen. Oh, okay, wir rutschen hier. Das ist schlecht. Mal, können wir eigentlich die... Ja, können wir. Da war irgendwas drin. Ach, du schon wieder. Diese komischen Schleimdinger hier wieder. Ah, natürlich schon direkt wieder die Kotzbrocken hier. Aber wir wissen, wie man dich bekämpft. Also juckt es mich nicht. Okay, jetzt wollte sie irgendwie nicht den Regenschirm rausholen. Okay, aber wir haben es geschafft. Ein Yeti? Der auf einmal Eis? What the fuck ist das hier für ein Ding? Kann auf jeden Fall nichts mitmachen. Man hat immer so Verlangen, da drauf zu schießen oder irgendwas zu machen, ne? Schöne Schnauze. Ich höre eine Schnauze. Da ist die Schnauze. Tschüssikowski Schnauze. Und sie lässt uns... Sie hinterlässt sogar etwas. Das ist ja schön. Okay. Schiff in der Flasche. Interessant. Okay, nee, muss ich wohl nur schnell genug sein. Ja, das ging ja noch mal relativ easy, würde ich sagen. Wo sind wir hier? Was ist das hier alles für komische Statuen und was, oder was auch immer noch das da ist? Ich dachte gerade, hier wäre Wasser. Das sieht mir nach einer neuen Waffe aus. Das Steckenpferd. Zerstört Hindernisse mit ungezügelter Kraft. Galoppiert durch Gegnerreihen. Einfach umwerfend.
Das Steckenpferd durchbricht schwache Strukturen mit Leichtigkeit. Genau wie gegnerische Abwehr. Damit können wir jetzt diesen Typen bekämpfen, ohne zu kontern. Das wäre ja cool. Eisnag. Okay, so heißen die also. Ja, nur wurde mir jetzt nicht gesagt, wie ich das Ding benutze, ne? Ich meine nicht, dass mir das gesagt wurde. Na, komm da raus. Mann, bleib doch mal draußen. Ist ja schlimm hier. Na gut, habe ich denn noch? Nö. Warum will mir das Spiel dann sagen, vergiss nicht, deine Zähne auszugeben? Will nur mal kurz gucken. Steuerung, steht mir hier irgendwo? Wie ich das Ding benutze. Mit R kann ich die Waffe wechseln. Ah, okay. Ja, das muss man auch erstmal wissen, ne? Das muss man halt auch erst einmal wissen, dass das geht. Ah, so kommen wir jetzt hier durch. Oh, die hat Wumms. Das gefällt mir. Hier ist wieder irgendwo eine Schnauze. Ja, ohne. Du bist es mein, meine liebe Schnauze. Okay, und die braucht man auch, wenn da oben an die Erinnerung drankommen will. Schlechte Nachrichten. Das Schiff wurde zerstört. Die Besatzung ist verschollen. Es war nicht gemacht für das arktische Packeis. Dieser internationale Wettstreit bei Polarexpeditionen ist eine Vergeudung von Menschenleben. Kann ich das Ding da zerstören? Einmal nicht. Okay. Das Ding sieht auch ein bisschen creepy aus. Wie eigentlich alles hier. In dieser komischen Welt. Ja, zumindest habe ich den schon mal besiegt. Das ist doch schon mal was Gutes. Je weniger Gegner man hat, desto besser, Mann.
muss, glaube ich, hier mal eine neue Waffe benutzen. Oder nicht? Die ist nämlich nicht gegen einen Gegner gut. Ich glaube, dass die Warpal-Klinge doch ein bisschen besser. Ich glaube, man kann ihn ein bisschen stunnen damit. Das kann vielleicht auch ganz nett sein. Aber mehr irgendwie auch nicht. Riesen Anglerfisch hier. Ey, der hat sogar einen Kronleuchter da. Von hier aus komme ich, glaube ich, nicht da hoch. Ja, wer einen Anglerfisch noch nie gesehen hat. Schöne Tiere, oder? Wer Pokémon kennt, so Lampi, Landtouren und dann denkt, okay, so sehen Anglerfische also aus. Naja. Nie so wirklich. Magst du mir nicht, wenn die Kamera hier so statisch bleibt, also nicht bewegbar ist? Nö, mag ich nicht. Blöde Schnecksche. Aber das nehme ich gerne mit. Wieder nicht bewegbar. Eine Rutsche. Gefährliche Rutsche. Weiß nicht, ob man hier irgendwo was verpassen kann. Ich hoffe mal nicht. Weil es hier halt mehrere Wege gibt. Was sah... Also ich denke mal nicht, dass man jetzt irgendwas Wichtiges bekommen wird. Höchstens irgendwelche Zähne oder sowas, die man hier vergessen kann. Hier, komm mal näher, dann kann, oder nicht näher, weiter nach hinten. Kann die nicht anvisieren, Mann. Ihr kleinen Scheißdinger nervt. Okay. Dabei können wir ihn dann locken, oder? Okay, solange er seine Rüstung hat. Okay, jetzt hat es aber endgültig, glaube ich, verloren.
Geh drauf! Dankeschön. Meine Güte hier. Aber jetzt mal im Ernst, wo sind wir hier? Und was ist unser Ziel hier überhaupt? Weiß Alice das? Was sie hier versucht zu erreichen? Wollte ich da jetzt rein? Ich weiß es nicht. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Das alles war, nur meins der Tornado nicht so. Beide sind gewaltig, beide sind wahllos und zerstörerisch, beide sind grausam. Richtig. Okay. Rosenfarbe. Mal die Rose an. Okay. War das jetzt wichtig? Weiß es nicht. Okay, wir sollen zu diesem Schiff da hinten. Warum auch immer. Was werden wir nur herausfinden? Das werden wir noch herausfinden. Ich muss mich gerade nochmal daran erinnern, wie das Ganze eigentlich mit der Steuerung hier funktioniert, muss ich sagen. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Ah, das ist jetzt eine Plattform. Okay. Das war wohl der Rückweg. Na gut. Schien mir optional zu sein. Aber das muss ja nichts heißen.
Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Nur nicht für uns. Also komm rauf. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's. Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Okay. Also Leute, ich glaube, hier mache ich mal einen kleinen Cut. Das war's mit Alice Madness Returns für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Video Feedback da. Positiv und negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde freuen, wer beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn wir hier dann Unterwasseranschau weitermachen. Ja, bis dahin. Ciao, ciao, Leute.